Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo zusammen, hier sind wir wieder, der Julian und der Micha vom Trader YouTube Team mit einem Unboxing-Video und da ist endlich Stunde der Vernichtung. Wow, das Display. Display, ja komm, mach das auf. Öffnen. So, wir haben euch ja viel über... Nimm ein Messer, Sohn. So, wir haben... Schmerzen. Wir haben euch ja in den News schon viel über die Edition erzählt. Guckt euch die anderen Videos an, wir unboxen noch das Bundle, die Planeswalker Decks, das Pre-Release-Pack, ne, und... entsprechend das auch das Display darf natürlich nicht fehlen. Ne? So, 36 ja. Booster sind drin. Wir machen schön halbe-halbe. Ne? Nein. Hier sind die Invocations drin. Da sind die Invocations drin? Ja, hier sind die Invocations okay, drin. Gut, dann schieben wir das Display mal an die Seite. Hier sind die Invocations drin. So, okay. Ich fange an. Ja, leg los. Gucken, was kommt. Einfach mal ein Display aufmachen, das ist immer eine coole Sache. Ne? Engel der Verdammnis, den haben wir auch im Planeswalker Deck geöffnet gehabt, in den Boostern. Garnet. Cooler, immer so mit Chen zusammenreden. Cooler Engel für Mana. So, Spulen vor. Chaos Maul, sagen wir mal, was haben wir denn? Wir ziehen immer die gleichen Karten hier. Haben wir auch schon gehabt im Bundle, englischsprachig. So, ich bin dran. Was hast du? Ihr könnt ja mal so ein bisschen mitlesen und so. Wir zocken uns einfach mal hier so ein bisschen weg und so. Wir werden die Planeswalker Decks noch bespielen. Und hatten wir schon. Eine Stunde der Verheißung, ja. Schaut sie euch an, da. Zack. Die ist heiß. Ist auf jeden Fall auch spielbar. So, wird alles ein bisschen teurer hier von den Mana-Kosten dann entsprechend. Gibt es uns dann auch starke Effekte. Feindliche Wüste. Die hatten wir auch schon. Ja, da könnt ihr euch, wir haben gerade vorher schon mal das Bundle geunboxt und die Karten, die wir jetzt, die gerade bisher ziehen, haben wir die ganze Zeit da dann schon in Englischsprache gezogen. Also könnt ihr euch die hier nochmal in Deutsch reinpfeifen, ne, dann habt ihr da nochmal die deutsche Übersetzung. So, ja. Erdstoß, Kenra, ob die was können? Ne, 2 Mana, 2-1, wenn das ins Spiel kommt, kann eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke kleiner oder gleich der Stärke des Endo, kann das in diesem Zug nicht blocken. Ja, macht uns ein bisschen den Weg frei und kann man natürlich entsprechend nachher auch mit der verewigen Technik spielen. Ne? Also gucken wir mal. Habe ich jetzt so schnell bis drüber geöffnet, dass ich zwei bis. Nein, ich habe. Nee, glaube ich nicht. Nee, alles gut. Kefnes letzte Worte. Da haben wir diesen Cycle. Übernimm die Kontrolle über ein Artefakt, eine Kreatur oder eine Verzauberung deiner Wahl. Länder, die du kontrollierst, enttappen nicht während des nächsten Enttapp-Segmentes. Die finde ich eigentlich ganz, ganz gut, wenn man sowas zum Klaudeck spielen möchte. Ne? Mhm. Ich bin dran. Ja. Komm. Zieh was Dickes. Ja, wir müssen auch irgendwie noch ein Skarabäng oder irgendwas ziehen. Die Setzung des Verstandes. Gott, das ist eine, genau, eine Millkarte, die dann auch gut werden kann. Ja. Heißt, der Gegner stirbt einfach durch Kartentod. Hier. Die beiden. Ja, dann mache ich gleich noch ein paar Sachen von dir da weg oder so, kein Problem. Hä? So, nee. Oh hier, Plage des Hagelfeuers, da habe ich im... Oh, und unten Dämon der Apokalypse, guck mal, 2 Karten. Plage des Hagelfeuers, die finde ich richtig gut. Wiederhole den folgenden Vorgang x Mal, jeder Gegner verliert 3 Lebenspunkte, es sei denn, jener Spieler opfert eine bleibende Karte, die kein Land ist, oder wirft eine Karte ab. Die ist so heftig. Also so zum hart. Einen kann man sie halt irgendwie für 4 Mana schon effektiv spielen zu Anfang des Spiels, aber je länger man wartet oder so, je mehr Mana man aufbaut, desto krasser weht die natürlich dann nachher, weil ja, die geklärt das Spiel. Das ist also so eine Game-Changing-Karte. Ja, und hier den Dämon haben wir noch. Ich bin voll. Ich brauche eine richtig krasse Karte. Bontus letztes Gefecht, das ist doch schon mal eine gute Karte. Zerstöre alle Kreaturen, Länder, die du kontrollierst, enttappen nicht während des nächsten Enttappsegments. Hier steht zerstöre alle Kreaturen drauf. Und das Ganze nur für 3 Mana. Spielen wir natürlich nur, wenn es zu unserem Vorteil ist. Ja. Ja? Also das ist auch schon eine coole Karte. Wie gesagt, schaut euch mal die News-Sendung an bei uns auf dem YouTube-Channel. Da haben wir alle Karten mal durchgesprochen. Und es wird auch wieder Verlosungen geben. Da haben Gott, wir doch, yeah, Gott, die Heuschreckengottheit. Das ist so auch wohl mit der Gäste, der beste Gott von der Spielbarkeit, ja, weil der
von den Effekten her wohl auch am besten ist. Weil er ist für 6 Mana ist er 4-4 fliegend, das ist schon mal gut. Immer wenn du eine Karte ziehst, erzeuge einen 1-1 blauen und roten Kreaturenspielstand mit Flugfähigkeit und Eile. Und man, mit Blau will man ja Karten ziehen über irgendwelchen Effekte. Und er kann auch selber für 4 Mana dich eine Karte ziehen lassen und dann eine Karte abwerfen lassen. Und wenn sie stirbt, kommt sie sogar wieder zurück auf deine Hand. Also der ist so ein Token-Maschineriemacher. So, und du sagtest, was sag ich noch? Hast du eine Vollkarte? Nee. Also ja, gut, dann bist du dran. Ja, aber das ist, da haben wir noch eine coole Karte gezogen. Also wir haben ja 3 böse Götter da drin. Ne? Skorpiongottheit ist noch mit da drin. Ah, die Gabes Gottpharao, okay, gut. Ja, das ist so eine Spezialkarte, die ist nicht so freiwillig mal hingesehen. Das ist mein Buch auch mal. So, was haben wir? Was haben wir hier? Invocation, komm. Unverwüstliche Erkenner, hier haben wir unten Foil, Full Art Land haben wir hier, zack. Cool. Das ist natürlich auch sehr schön. Also da ist die wertige Karte, das Foil Basic Land in dem Booster. Unverwüstlicher Kenra. Für 2 Mana 2/2. Wenn das ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur bis zum Ende deiner Wahl plus X erhalten, das wobei X gleich die Stärke des unverwüstlichen Kenras ist. Okay, und das wird dann auch wieder stärker, wenn wir die nachher verewigt aus dem Friedhof als 4/4er spielen. Kriegt dann entsprechend eine andere Kreatur plus 4/4. Du musst ja bei mir auch noch drin sein. Endlose Sande. Die Wüsten dürfen ja nicht fehlen hier, die Bandelwüsten. Ja, mal Wüstenthema. Da müsste die Wüste auch mal kommen. Ja, ich bin ja schon zufrieden, dass ich ja den Gott geöffnet habe. Ja, aber es kommen noch welche. Ja. Das stimmt, also ich natürlich auch noch einen. So. Ich bin ein bisschen. Champion des Scharfsinns. Den hatten wir vorher auch schon einmal vorgestellt. Eigentlich auch denkbar spielbare Karte, weil zuerst zieht er uns 2 Karten. Und später, wenn wir ihn einbalsamieren, dann nochmal 4 Karten. Und Karten ziehen gewinnt das Spiel. Karten ziehen ist gut. Die Katze! Ja, für der Katze. Also, sie wollen einfach, dass ich eine Katze nehme. Ja, aber das finde ich ist gut. Also, ne? Ja. Doppelschlag. Finde ich auch. Ist ja nicht schlecht. Und auch genau. Wenn man sie verewigt, dann wird sie noch stärker. So, hier haben wir wieder Lilianas Niederlage nochmal als gute Willkommenkarte. Und Stunde der Ewigkeit. Da hängen uns aber die Karten auch wirklich im Nacken diesmal. Okay, weiter. Aber ich habe den Kopf gezogen. Komm. Und ich werde auch noch eins ziehen. Hoffe ich. Guck mal, Herrscher des Rudels, das passt zu deinem Katzendeck, ja. Katzen! 2/2 für 3 Mana, Herrscher des Rudels erhält +1/+1 für jede andere Katze, die du kontrollierst. Und du kannst ihn tappen und erschöpfen und dann 2/1/1 weiße Katzenspielsteine mit Lebensverknüpfung erzeugen. Das ist. Katzenlohn. Ich finde die cool. Macht bestimmt auch Spaß zu spielen. Kriegst du eine Mist wirklich? Yeah! Samut, die Geprüfte. Ne, jetzt als Planeswalker mit dabei. Ist auch spielbar. Habe ich auch im Pre-Release gezockt. Für 4 Mana kommt er mit 4 Loyalitätsmarken rein. +1, eine Kreatur deiner Wahl erhält Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Wobei wir da schon viele Sachen auf der Platte haben. Also Doppelschlag ist nicht zu unterschätzen. Ist ja zuerst First Strike Damage, also Erstschlag Damage und dann nochmal den normalen hinterher. Und für -2 auch sehr schön, fügt sie 2 Schadenspunkte zu, deren Aufteilung auf 1 oder 2 Kreaturen und oder Spieler deiner Wahl du bestimmst. Und wir haben ja auch viele 1-1er oder sonst irgendeinen Schnickschnack, haben wir so mit einbalsamieren. Das ist dann ganz schön, wenn du immer da sagen kannst, ein Punkt da drauf, ein Punkt da drauf oder so. Und für -7, durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Kreaturen und oder Planeswalker-Karten, bringe sie ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Habe ich schon gesagt, dass ich einen Planeswalker gezogen habe? Hoffentlich schnappst du mir nicht die ganze Mystics weg hier. Du hast halt schon 2 geöffnet. So. Du hast mir die schlechten Booster gegeben. Du hast sie, ja genau. Ja? Du wolltest rechts sitzen. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Ja, rechts kriegt die rechte Booster, links kriegt die linke Booster. Überlassen Zufall, so. Ich hatte Pech. Ist die euch durchspielbar? Wir gehen mal direkt weiter. Bestimmt jetzt schon wieder eine Mystic oder so. Sein. Oh ja. Ja, okay. Ja, das ist die oberste Pekora-Sphinx. Ne, für 6 Mana eine 4/4 fliegende Sphinx. Die sagt Sphinx-Zaubersprüche. Die du wirkst, kosten beim Wirken 2 weniger. Immer wenn du Unesh, oberste Pekora-Sphinx oder ein anderes Sphinx unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, decke die obersten 4 Karten deiner Bibliothek auf. Ein Gegner teilt diese Karten auf 2 Haufen auf, nimmt die Karten des einen Haufens auf deine Hand und legt die andere auf deinen Friedhof. Luft holen. Ja. Kannst du ganz tolle Häufchen machen. Ich bin ganz Sphinx-Fan.
Aber naja, kann man bitte auch. Es zeigt ja immer diese Tribe-Mechanik. Also man kann halt dann auch sich wieder ein cooles Sphinx-Insekt bauen. Wird auch funktionieren. Ich möchte auch noch ein bisschen kommen. Jiro, der Geläuterte. Wachsamkeit, 5 Mana. Der kann dir eine Planeswalker-Karte suchen lassen. Danke. Mhm. Mit deinem Boost. Ah, wir haben noch ein paar. So, wir sind im letzten Drittel angekommen hier. Ne? Nicht mehr viele Booster. Und ja, ein bisschen ist noch da. Schwarmintelligenz, okay. Und als... Schulbältig lernen, Steine, Abscheulichkeit, Schwarmintelligenz. Immer wenn du einen Spontanzauber oder Hexer reinwirkst, kannst du den Zauberspruch kopieren und ganz neue Ziele für diese Kopie bestimmen. Das ist auch so eine ganz eigensinnige Karte, wo man da vielleicht was drum bauen muss. Wäre aber nicht meins. Ja, ja. Okay. Sarkophag wieder. Ja, du kannst Karten, die finde ich eigentlich interessant, du kannst Karten mit Umwandlung, die keine Länder sind, aus deinem Friedhof wirken. Falls du eine Karte mit Umwandlung von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt würde, ohne dass sie umgewandelt wurde, lege sie stattdessen ins Exil. Das kann eine wirklich gute Karte sein für Umwandlungsdecks. Also muss man mal gucken, was man darum bauen kann oder was darum gebaut wird. 6 Booster noch. So, ich habe hier schon mal die coole Ankam-Karte. Und dann den Champion. Das ist nämlich auch der teure Ankam-Karte. Also geldlich ist es sehr, sehr wertvoll, weil man da einfach im Turnierwesen auch viele coole Sachen mit drum machen kann. Ne, dass wir sagen können, hier eine Kreatur mit umgewandelt Mana kostet von 2 oder weniger, kommt direkt vom Friedhof ins Spiel. Und wenn wir Ruhm noch dabei gemacht haben, dann kann sie auch noch direkt angreifen. So. Champion des Scharfsinns. Hier nochmal. Lässt uns anfangs 2 Karten ziehen und wenn wir ihn ewig ins Spiel bringen, irgendwann in Late Game, dann lässt er uns 4 Karten ziehen. Der Dämon, der Apokalypse hatten wir vorher schon als Vollkarte. So, ich habe noch 4 Booster hier. Und den hier ist der 5. 1, 2, 3, 4 Booster. So. Hazorets entfesselter Zorn. 6 Mana. Mische deine Bibliothek und schicke dann die obersten 4 Karten ins Exil. Du kannst davon eine beliebige Anzahl an Karten umgewandelt Mana-Kosten von 5 oder weniger, die keine Länder sind, wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Länder, die kontrollierst, enttappen nicht während des nächsten Enttapp-Segments. Kann man eventuell was mitmachen. Die Invocations sind zu selten. Die kommen ja wirklich selten. Siehst nicht in jedem Display eine Invocation. Das wäre Quatsch. Aber wir können mal den Nicol Bolas, den Gottfahrer ziehen. Das ist auch noch gut. Oh, das fährt. Ja, das ist, guck mal. Ich hab das für. Da haben wir aber jetzt auch 4 Mythic Rares im Display gehabt. Ne? Das verzierte Sonnenrost haben wir hier gerade gezogen. Finde ich eine richtig coole Karte. 5 Mana, 5-5. Andere Pferde, die du kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit und zu Beginn jedes Endsegments und falls du in diesem Zug Lebenspunkte, jedes Endsegments, also auch im Gegnerischen, und falls du in diesem Zug Lebenspunkte dazugehalten hast, erzeuge einen 5-5 Pferdkreaturenspieler. Das Pferd ist so stark. Finde ich auch richtig gut. Also muss halt Leben bekommen, aber das soll man uns dabei aber hinkriegen. Ne? Das ist jetzt dein 5. Booster, danach hast du noch 4. Oder so ein schwarz-weißes Deck oder sonst irgendwas. Du hast dich verzählt. Ich hab mich verzählt. Mhm. So, Plage des Karabäen finde ich als Ankam-Karte übrigens auch ganz, ganz cool. Schön überlegt, sowas zu bauen. Verzaubert einen Spieler, zu Beginn des Versorgungssegments des verzauberten Spielers, verliert der Spieler 3 Lebenspunkte, es sei denn, er opfert eine bleibende Karte, die kein Land ist, oder wirft eine Karte ab. Also, nee, und also so Gegner verzaubern finde ich, find ich auch richtig gut. Das ist gemein. Ja. So, und die Rare-Karte wäre aber hier Wissen und Glauben. Ne, lässt uns zuerst Karten scryen und dann mit Nachhall nachher die oberste Karte in der Bibliothek anschauen und sie ins Spiel bringen, wenn es eine Kreaturkarte ist. Und falls du es nicht tust, nimm sie auf deine Hand. Ja. Aha. Erstes Booster. Mhm. Kann doch nicht sein, es sind keine 10. Wir müssen eine 10. Nochmal der Engel. Hatten wir schon. Also ich finde die Serie auf jeden Fall trotzdem cool. Wir sagen, weil da einfach spielerisch interessante Sachen mit drin sind. So Getrieben, die finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Getrieben und Verzweiflung. Bis zum Ende des Zuges verursachen Kreaturen, die du kontrollierst, Trampelschaden und erhalten, und das ist das Coole, immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Das heißt, wir ziehen damit, weil wir mit mehreren Kreaturen angreifen, nochmal gut Karten nach. Und Verzweiflung macht das Gleiche, nur dass dann der Gegner immer Karten von der Hand abwerfen muss. Komm, ich habe nicht mehr viele Booster. Der Countdown läuft hier. Oh, ja. Ja, den habe ich unterschätzt.
im Pre-Release Wildfeuer verewigter. Pestilenz 4. Immer wenn die geblockt wird, verliert der verteidigende Spieler 4 Lebenspunkte. Ansonsten macht er nur einen Punkt Schaden. Für seine 4 Mana ist er nämlich nur 1-4. Aber immer wenn der Wildfeuer verewigter angreift und nicht geblockt wird, kannst du eine Spontanzauber- oder Hexereikarte aus deiner Hand wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Und diese Karte kann total böse sein. Das ist mir nicht passiert. Dann hat der Gegner so eine 8 Mana, irgendwie dieses hier immer nur Würmer, Würmer, Würmer. Pro Runde kommen dann da die dicken 5er-Würmer rein. Karte gelegt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann man nicht. Hier, Stunde der Vernichtung. Bam! Guck mal, das ist eine richtig coole Rare-Karte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Heißt übrigens genauso wie das Set. Bam, 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 bam. Ne? Wir haben noch keine alle Kreaturen verlieren Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Die Stunde der Vernichtung fügt jeder Kreatur und jedem Nicht-Bolas-Planeswalker 5 Schadenpunkte zu. Zähn. Macht sogar die Pferde weg. Wir müssen die Kolbolas noch ziehen. Ja. 10, 10, 10, 10. So. Vorletztes Booster. Haha! Oh, guck Gott, mal. Gott, Skarabäen. Die Skarabäen-Gottheit. Lege zu Beginn des Versorgungssegments, zu Beginn des Versorgungssegments verliert jeder Gegner x Lebenspunkte und wenn es hält sich x an, wobei x gleich die Anzahl der Zombies ist, die du kontrollierst. Finde ich auch richtig krass. Zombie. Ja, und für 5 Mana ist er auch 5-5, spielt man natürlich im Zombie-Deck. Und für 4 Mana schicke eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil, erzeuge einen Spielstand, der eine Kopie von hier ist, außer dass er ein 4-4 schwarzer Zombie ist. Und wenn die Skarabäen-Gottheit stirbt, bringen sie zu Beginn des nächsten Endes auf die Hand des Besitzers zurück. Zombie. So, und wir erzeugen damit Zombies. Ja. Und der Gegner verliert auch automatisch immer wieder Leben, weil wir Zombies haben. Hier, mein Buch zuerst. Ja, hast du auch einen Gott geöffnet. Okay, alles klar, cool. Ja, ich glaub, ja, die bösen Götter. Die bösen Götter sind richtig komm, cool. Komm. So, Traumräuber. Meiner Meinung nach auch eine spielbare Karte. Für 3 Mana 1-2 bedrohlich. Heißt, es kann nur nicht von einer Kreatur alleine geblockt werden. Muss also 2 sein oder mehr. Immer wenn der Traumräuber einem Spieler Kampfschaden zufügt, wirft jener Spieler entsprechend viele Karten ab. Na, das heißt, wenn er mehr Stärke macht oder mehr Schaden macht, muss der Gegner mehr abwerfen und wer hat auch verewigen. So, dein letzter Rufsaal. Oh, die Hydra. Hydra finde ich gut. Und noch eine Fall. Ja. Eine Ramunap Hydra für 4 Mana, zwar erstmal nur 3-3 auf den ersten Blick, hat aber Wachsamkeit, hat Reichweite und verursacht Trampelschaden. Das ist schon sehr gut. Und sie bekommt +1/+1, wenn wir eine Wüste kontrollieren. Und wir können die ganzen Wüsten ja alles cyclen, das heißt direkt in den Friedhof schmeißen und was anderes dafür nachziehen. Und auch wenn wir eine Wüste im Friedhof haben, kriegt sie nochmal +1/+1. Das heißt, man kann die Karte durchaus so spielen, dass die für 4 Mana als 5-5er reinkommt. Mit entsprechend Wachsamkeit, Reichweite und Trampelschaden. Das ist Invocation. Komm schon. Ja, komm schon. Wir müssen alles sehen. Willst du einmal Hand auflegen? Blood Moon. Okay, dann sehen wir es mal. So. Ist eine Knöpfelwüste. Na, aber ansonsten waren wir trotzdem zufrieden. Also wir haben coole Mystics gezogen. Wir haben 2 Götter gezogen, ja. Ein Pferdchen haben wir gezogen. Alles okay. So, wird Zeit, Decks zu bauen. Ja, also du baust dann dein Katzendeck. Ich baue mein Skarabäen-Deck. Ich mit -1/-1 Counter-Deck. Ja, wir werden gucken, was dann passiert. Nee. Und wir spielen natürlich auch noch mit den Planeswalker-Decks. Und es wird zu den Planeswalker-Textuell wird's Verlosungen geben. Also coole Sache, schaut da auf jeden Fall mal rein. Und wir machen noch ein Sommer-Special. Auch da, schaut auf jeden Fall mal rein. Wird interessant. Aber dann sind wir erstmal raus und zocken jetzt ein bisschen. Ne? Alles klar. Willst du noch was sagen? Nee. Alles klar. Dann sind wir raus. Bis dann. Schöne Grüße, ne? Alles Gute. Tschüss. Tschüss.